Obwohl er heute die Demo war in Hamburg, ne? Ja. Und die Straßen alle verstopft und man gebangt hat, ob das ja, heute Abend... Ich bin ja nur hier angekommen, weil ich gehitchhiked habe. Du musst erklären, was das bedeutet. Ja, was das bedeutet. Hallo liebe Menschen, die drei Fragezeichen hoffentlich genauso mögen wie ich. Wir berichten heute von einem ganz besonderen Ort, der Elbphilharmonie in Hamburg. Heute treffen wir zwei ganz besondere Damen, Heike Dine Körting und Annelie Rohrbeck von Kudulitsch. Von der letzten? Ja, das ist doch nett. Ich auch nicht warte. In der Elbphilharmonie? Nein. Genau, total. Zwei Frauen, die drei Fragezeichen maßgeblich seit 40 Jahren begleiten oder halt am Anfang auf den Weg gebracht haben. Da muss ich schon mal sagen, aber gut, jetzt wird gearbeitet, nicht? Es wird ein Abend voller Nostalgie, Schwelgen in Erinnerungen und wahrscheinlich dem ein oder anderen Plaudern aus dem Nähkästchen. Ich freue mich drauf. Und ich hatte damals eine Film-, Fernseh- und Theateragentur für Kinder und junge Schauspieler bis 30. Und habe immer viele Filme besetzt und Castings gemacht. Und die Produzenten und Regisseure riefen an. Und so auch eines Tages die Heike Dine. Und dann machte sie ein Casting für die drei Fragezeichen. Wir wussten ja gar nicht, was das eigentlich mal eines Tages werden würde. Aber irgendwie bezeichne ich mich jetzt so als die Quelle des Ganzen. Und sie hat geschöpft aus dieser Quelle und hat das so wunderbar geschöpft. Ja, wenn du sagst, es war die Quelle, dann sage ich, wir haben dann einen kleinen Bach gemacht zuerst. Und dann wurde es allmählich ein Fluss. Und jetzt ist es wie ein rauschendes Meer. Aber ja. Man, das sieht hier. Es ist aufregend und schön. Ja. 40 Jahre. 40 Jahre. Ja. So, und jetzt schauen wir. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe mir den besorgt. Bereich E. Mhm. Ich glaube, da hat jemand gerufen. Da? Also da hinten, ne? Ja, denke ich mal, ne? Wir gucken mal. Also Oliver war schon mal ganz klar, weil den kannte ich ja nun aus den fünf Freunden ganz genau. Und mit Jens hatte ich vorher auch schon Märchengeschichten aufgenommen. Der Einzige, der für mich in der Zeit neu war, war Andreas. Und den hattest du mir ja auch vermittelt. Aber ich hatte ihn eigentlich anders einsetzen wollen. Oder wir haben auch anders gedacht. Ich dachte, Andreas, so vom Typ her passt er gut. Mach doch vielleicht den Peter. Mhm. Und da konnten wir natürlich ausprobieren. Dann haben wir richtig hin und her ausprobiert und ein bisschen umbesetzt. Nur Oliver als Chef, der war klar. Und zum Bereich E noch weiter. Genau. Meine, du sitzt woanders. Ja, wir müssen jetzt mal und ich rum, noch mal in die Maschine. Aber ich finde noch wichtig zu sagen, dass die drei ja wirklich auch nach wie vor mit einer Begeisterung dabei sind. Ja, und sie sind damals alle drei glücklich durch diesen Stimmbruchrutsch gegangen. Ja. Und ich hatte auch schon einmal den Hinweis gekriegt von der Firma damals, ob man nicht so allmählich, als sie so 28 wurden, 30, ob wir nicht wechseln müssten, wir müssten Jüngere nehmen. Mhm. Und da haben wir damals schon gesagt, nee, also entweder die oder keiner. Annelie? Wo ist denn, was hast du denn für eine Karte? Wir müssen jetzt zum Bereich E gehen. Hier gehen wir jetzt. Ich komme mit. Ich glaube, ich setz mal lieber meine Brille auf. Ah, Reihe 3. Bereich Reihe 3. Das muss doch hier sein. Ja, für Jens war es nicht einfach, gegen die zwei Fashion Berliner anzukommen. Die waren ja ein bisschen frech und haben ihn immer ein bisschen ordentlich gefoppt, wie man so sagt. Er hat so viel Substanz, der Jens. Also. Da oben sitzen meine Freunde alle. Komm, haben wir deinen Platz gefunden? Wie schön. Platz 3. Platz 5. Gut. Herrlich. Hier setze ich mich jetzt hin. Zu Anfang haben wir ja mal bei uns übernachtet und dann, als sie größer wurden, durfte ich ja schon das Hotel am Vogelhof. Ja, ich weiß. Und da kriegte ich dann einen Anruf. Nee, die nehmen wir nicht. Da hatte Oliver einen Rasierklingel in den Ohren, dicke Ketten und seine und lila Haare. Grüner Irokesenschnitt. Irokesenschnitt, genau. Da waren die derartig geschockt. Haben gesagt, nein. Die kann nicht im Hotel bleiben. So, und das haben wir ja alles locker gemanagt. Also ich finde es so toll, dass wir hier in der Elbphilharmonie sein können. Das ist einfach so ein Ritterschlag für die Fragezeichen. Toll.
Wir freuen uns natürlich, dass viele sich jetzt so vertraut fühlen. Nicht die sagen, ach Mensch, damit sind wir groß geworden. Mhm. Und das hat uns immer, das ist ja auch immer wichtig, ja, insbesondere bei unseren Geschichten, die müssen immer gut ausgehen. Am Ende muss gelacht werden, am Ende ist es schön und fröhlich. Ja, und immer wieder positiv. Ja.